Hallo und herzlich willkommen zur Folge 16 der Org-Krieg-Modifikation. Ich muss mich direkt mal kurz entschuldigen dafür, dass ich halt immer noch nichts höre und aus dem Grund auch die Dialoge nicht überspringen kann, falls die Takes nicht vertont sind, also die Dialoge, die Teile. Das ist mir nämlich aufgefallen in der letzten Folge, gab es viele Stellen, wo quasi ich schau mich hier nur mal um. Gar kein Dialog und irgendwann kann jemand einstellen, allerdings meinte ich sollte mal bei den Holzern... Was so? Ich schau mich hier nur mal um. Hau ab. Soll ich mich an den richten oder soll ich mich an den da richten? Da kann man jetzt halt die anderen fragen. Oh, hau ab. Wie? Hä? Der hat doch gesagt, ich soll Galor fragen. So? Ich schau mich... Hau ab. Was hat er gesagt? Ich schau mich hier nur mal um. Hau ab. Hau ab. Hä? Hey. Wie jetzt? Na, okay, wieder was. Ich habe ein paar Informationen bekommen. Also den verlorenen Sohn finden wir, wenn wir oben bei Irrwold in den Teleporter reingehen. Und so oder so kann man das sogar machen, denn im Prinzip haben wir gar nicht so viel zu verlieren. Wir haben ja einen Teleport zu Aegons Hof notfalls. Das heißt, da können wir auch hin. So, ich überlege es noch kurz. Ob wir die Müller nun, oder was steht nochmal in der Quest genau? Er verführt die beiden Beschäftigten, bla bla. Aegon kann niemanden einstellen, allerdings meint er, ich sollte mal bei den Holzfällern und Hefia vorbeischauen. Genau, und die Holzfäller haben mir irgendwie nicht wirklich weiterhelfen können. Und ansonsten, ja, wir notfalls bunkern wir die unter bei Hefia. Obwohl mir es wahrscheinlich mit den Holzfällern lieber wäre, weil das wäre eine einigermaßen sinnvolle Aufgabe und der Hefia ist so eine Kapitalistensau, die dann. Der dann am Ende noch die Mühlen haben will. Das ist schon irgendwie bis dreist. Deswegen dann lieber bei den Holzfällern unterbringen. Gucken wir mal, was möglich ist. So, dass wir am Ende ist mit deren Schicksal auch egal, ne? Ich meine, so ist ja nett, aber wäre mir so schon lieber. Der kommt, da schwimmen wir einfach über was alles. Das ist auch hier nicht das Problem. Komm hier nicht hoch oder was? Das ist doch ein Witz, oder? Man kann sagen, wenn ich gehen würde. Den eilen wir ganz schnell zu den Müllern. Ansonsten gucken wir mal, dass wir vielleicht einen verlorenen Sohn noch finden. Bei diesem Brat, oder wie er heißt, gibt es anscheinend schon mehrere Komplikationen. Also ich habe einen Kommentar bekommen. Da stand, dass irgendwie per Karte man das finden kann, aber irgendwie war das Ziel auf der Karte nicht dem Ziel entsprechend oder irgendwie sowas. Den Kommentar auch jetzt so kurz überflogen, deswegen will ich jetzt ja auch nichts Falsches sagen, aber werden wir hoffentlich irgendwie noch alles weiß, also ne, herausfinden, wie das sein soll. Und ja, so gucken, dass wir noch ein bisschen, von oben, ist da nur so, nein, das ist doch ein Heilpflanze, oder? Ne, das ist eine Kaktistur, diese Verarsche hier. Wie gesagt, dass wir mal durch den Wald gehen. Das ist also, der Charakter ist halt auch nicht wirklich stark genug, um es wirklich mit den Standardviechern aufzunehmen. Also wir können das noch nicht uns leisten. Also nur bedingt. So, also wir können es zum Beispiel mal an den Wölfen probieren, die hier bei den Mühlen sind. Ansonsten pferchen wir die jetzt einfach nur bei Hefia oder den Holzfällern ein und gut ist. Aber mit Tanjev kann man nicht reden. Ist eher so der Schweigsame. Sein Bruder ist ja eher so der, der die Verhandlung mit uns führt. Und dahinter haben wir jetzt zwei Wölfe und wir gucken mal, wie schnell die uns töten. Einzeln werden wir die sowieso nicht kriegen. Oder? Oder doch? Ich glaube es eigentlich nicht. Nee, der zweite kommt doch immer instant. Ja, genau das meine ich. Das können wir hart vergessen. Das können wir leider Gottes hart vergessen, aber richtig hart. Aber wir könnten. Tanjev, so ein starker Mann her. Hilfe! Hilfe! Kloppt die mal zusammen. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Oh nee, das endet böse. Ja. Ja, da hat er uns erwischt. Also wie ihr seht, das ist noch nicht so
zielführend mit der Stärke des Charakters. Da müssen wir hier ein bisschen in die Gänge kommen. Und einen Haufen Stärke investieren, wobei das jetzt mir jetzt schon fast zu teuer ist. Kostet schon 10. Und dabei haben wir gerade mal 35. Ich hasse das immer, diese verkackte Kosten, na egal. Okay, wir können dem nur Hefja sagen, mit den Holzfällern hat irgendwie nicht geklappt, aber egal, dann geh als Hefja. Jetzt haben wir zwar die Quest beendet, jetzt stellt sich immer die Frage, ob wir, naja, das Problem der Holzfäller noch irgendwie, ob wir das noch lösen können. Das Problem der Holzfäller wäre ja gelöst, wenn wir die beiden eingestellt hätten. Ne? Haben wir jetzt aber nicht, sondern haben die zwei Hefjer untergebracht. Heißt, das könnte ganz schön verkackt sein jetzt. Genug. Ähnelt, oder? Ne, da eilen wir hier mal ein bisschen mit der ganzen Magiekacke rum, aber kommen nicht vom Fleck. Müssen wohl eine Runde pennen. Passt mal ganz gut. Legen wir uns ein Stündchen hin, das ist 12 und gut ist. So. Jetzt eilen wir direkt zum Großbauern. Und zack, gucken wir nach dem verlorenen Sohn, weil mir sonst nichts mehr einfällt, was wir jetzt tun könnten demnächst. Weil wir noch von fast allem getötet werden. Ansonsten kleinere Missionen. Hey. Gut, wir hätten jetzt vielleicht nochmal zu Hefja gehen können und dem sagen können, ja, die beiden kommen. Dies und das. Würde er sich vielleicht freuen, dass er die ausnehmen kann. Die hier knechten kann. Würde wahrscheinlich auch noch ein bisschen EP geben. Wie viel haben wir denn bis zum Level ab? Müsste bald aber auch, oder? Ja, es geht, es geht. Es hält sich in Grenzen. Eiern wir mal da hoch. Ich finde es halt schade, dass wir jetzt irgendwie das mit den Holzfällern nicht klären konnten. Es wäre mir nämlich lieber gewesen, die beiden Müller da bei den Holzfällern unterzubringen. Ich müsste mir nochmal schreiben, ob das möglich gewesen wäre. Oder ob das irgendwie aus welchen Gründen auch immer verhindert wurde durch, keine Ahnung. Es ist nur cool, dass sie diesen scheiß Wölfen aus dem Weg gehen, die hier mal auf uns gelungert haben. Auf der Lauer waren und es dann weggebolzt haben und sogar Irbold nicht in der Lage war, uns diesbezüglich zu helfen. Da hinten war ein Feldrobin, den sie auch umgebracht haben. Und das, genau, eine Wolf. Ich kann auch mal gucken, wir könnten ja wie... Naja, wow, zwei Schüsse. Ach du Scheiße. Das ist ja noch alles ein bisschen dürftig, um es mal so auszudrücken. Untote vernichten haben wir mal dabei. Also notfalls. Wir könnten natürlich auch... Ja, warum Feuerpfeil? Wir haben eh kein Mana. Das würden wir zwar noch hinkriegen. Gerade hier Feuernessel kann man ja fressen und dann hat man genug Mana. Ich meine... Ja, wir können ja mal gucken. Wir können ja mal gucken. Vielleicht... Benötigt Mana 5. Das heißt, wir können ein Ding schießen von den Teilen. Das ist ja bombastisch. Ach, gegen die Wölfe ist aber, glaube ich, keine gute Idee. Ja, probieren wir jetzt mal einfach mal hier in den Künsten der Magie. Boah, ist das hier dicht. Oh, nee, nicht so viele. Wieder, nee, bisschen weniger, bisschen... Oh, jetzt übertreibt man nicht, Kollege, jetzt übertreibt man nicht, Kollege. Alter, machen wir langsam. Wir haben sogar noch mehr. Das lohnt nicht wirklich, nein. Das lohnt ganz und gar nicht. Vor allem nicht zwei gleichzeitig. Das war ein bisschen scheiße. Ja, also das ist irgendwie alles... Der Kerl ist halt noch ein ziemlicher Lappen. Das ist halt so.
Nun gut, da hinten haben wir nur Scavenger, die uns wahrscheinlich auch über den Haufen prügeln. Gerade weil es diese Waldland-Scavenger sind. Oder hier halt Grasland, ist ja egal, ihr wisst ja, was ich meine. Und wir haben halt keine Lernpunkte, geschweige denn Ausrüstung, uns hier irgendwie mit denen anlegen zu können. Das heißt, wir müssen mal schauen, dass wir eben die Quests weitermachen. Ich will mal gucken, was haben wir denn auch noch alles offen. Das Bauern Bier und T-Shirt für die Kneipe ist erst später. Verschwundene Knecht ist, wie gesagt, keine Ahnung wo. Ob wir das Problem der Holzfäller damit auch irgendwie mit verbunden lösen können, ist jetzt auch fraglich. Also bestimmt gibt es da noch vielleicht eine Möglichkeit, aber ne, noch weiß es ja nicht. Die Müller sind zumindest keine Option mehr. Banditen können wir noch vollkommen vergessen. Und ja, der verlorene Sohn im Prinzip auch. Also nee, dann versuchen wir jetzt mal. Da versuchen wir uns jetzt mal dran. So, jetzt sind wir auch schon wieder. Kurz abgeschmiert. Was ist ja nichts Neues und... Okay, das ist ja echt angenehmer als ich dachte. Krass. Verdammt, endlich hat mich jemand gefunden. Was zur Hölle machst du hier? Das gleiche könnte ich dich fragen. Ich habe einen Teleporter benutzt, der in der Nähe des Holzfällerlagers war. Scheiße, Mann. Wer bist du? Ich, mein Name ist... ja, mein Kopf fühlt sich an wie ein Haufen Scherben. Ach ja, mein Name. Ich bin Albert, Sohn von Egon. Ja. Wie bist du hierher gekommen? Das weiß ich nicht mehr. Mhm. Schau nicht so dumm. Gestern Abend hat mir dieser verdammte Wirt einen Fusel verkauft. Das kannst du dir nicht vorstellen. Seitdem kann ich mich an nichts mehr erinnern. Ich kann jetzt nicht mal mehr richtig denken. Du musst mir helfen, Mann. Ja, das weiß ich. Was soll ich für dich machen? Was du machen sollst? Mich von der Insel holen. Da hinten ist eine Teleport-Plattform im Wald. Die bringt dich sicher wieder zurück. Das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. Und was soll ich da jetzt machen? Du läufst einmal rein und wenn du dann gleich wieder zurückkommst, weiß ich, dass es ungefährlich ist. Und wenn du nicht zurückkommst, dann bleibe ich einfach hier. Alter, sind das für ein Kerl. Der ist fertig mit der Welt. Steck die Waffe. Und schauen, dass hier nichts Gefährliches ist. Wir sind ja auf jeden Fall irgendwie auf einer kleinen Insel oder was, oder wie? Hier scheint aber nichts gegnertechnisch auf uns zu warten. Das ist wahrscheinlich einfach nur irgendwo oben auf dem Berg oder irgendwo auf einer Insel. Also Gegner schon mal keine da. Oh. Oh. Netter Ausblick. Anscheinend ist hier gar nichts. Also auch keine, weiß nicht, Drachenwurzel, Kronstöckel, Feldknöterich. Nehmen wir Heilwurzeln oder Heilpflanzen. Oh doch, da hinten. Oder? Hey, hey. Grünzeug. Was ist denn das hier für eine Insel? Sieht interessant aus. Wo zur Hölle sind wir hier? Oh, da unten. Ist sogar ein Haus. Okay. Sieht ja ganz cool aus. Also vielleicht können wir da sogar nochmal hin. Oh. Ja, wo sind wir denn jetzt hier? Genau sowas habe ich mir schon beinahe gedacht. Dass das hier so ein ganzes Teleportsystem ist. Also Teleportsteinsystem. Wo wir hin und her geschleudert werden. Also ähnlich wie bei Gothic 2. Von einem Ort zum nächsten. Trotzdem gar nicht mal so blöd, sich die Gegend ein bisschen anzuschauen. Damit wir quasi wissen, wie dieses System denn funktioniert. Ne? Gucken wir uns die einzelnen Stationen mal an. Gehen auch gleich nochmal in den... Oh, jetzt waren hier ein paar Gegner. Ich werde nochmal in den Kampf gehen hier mit den mächtigsten Gegnern, die uns entgegen sprinten werden. Die Riesenratten sind sogar eben gespawnt. Jetzt ist schon grenzwertig, da kommt der nächste Feind. Aber hier noch alles. Kriegen wir alles ohne Probleme hin. Also gegen die ist es jetzt auch keine Schwierigkeit. Das ist jetzt halt, ne?
das sind halt Kackgegner. Und der Wolf an sich wäre bestimmt auch nicht das größte Problem. Beim Wolf ist das Problem, dass der, ne, ist halt ein Rudeltier. Niemals alleine. Also doch manchmal schon, aber eben im Normalfall nicht. Genau das bereitet uns ja die größten Sorgen. Ich habe jetzt irgendwie das Verlangen, mich noch ein bisschen weiter umzuschauen, auch wenn ich es vielleicht gar nicht sollte. Da hinten ist nämlich auch ein dicker, aggressiver Mallrat, genau. Das sind sogar zwei, drei. Und der läuft einfach durch den Baum. Aber gar nicht mal so dumm, dass er das tut, denn so können wir, so aggressiv scheint er gar nicht zu sein. Au, ist ja gut, hab ich gesagt. Aber jetzt, ja, der mit der Einhand Animation rum, das kann ich halt gar nicht haben. Drecksvieh, geht drauf. Ach du Scheiße. Heieieiei. Und ein bisschen Käse oben drauf. Ein bisschen Käse essen, das ist gesund. So, dreimal rohes Fleisch. Also gegen die ist der Kampf einzeln noch zu empfehlen. Bei mehreren wird es dann schwierig. Ohne zu oft treffen, also mit Drecksvieh. Dann wird es oft zurückgeschlagen, also quasi so links-rechts-Kombo. Das hier vom Vorteil, weil das Vieh quasi nicht zum Gegenschlag ausholen kann. Ich will jetzt auch eigentlich nicht alle Tränke verbraten, deswegen fressen wir mal weiter Käse, weil da mal 20 Stück dabei, das kann man dann wohl vertilgen mal. Ohne weiteres. Ansonsten jetzt kommt, wo ist der dritte? Ohne die Riesenratte bitte. Ah, da ist der dritte. Also nicht zum Schlag ausholen lassen, das Drecksvieh. Also wenn es dann irgendwie hinsteht und nichts mehr macht, dann draufwäsche, aber volle Karte. Gut, das ist ein Pferd, der lebt im Arsch. Nein, es waren vier. Nichts, nichts. Das hat mir jetzt killed, killed. Das hat mich jetzt richtig gekillt. So. Du blöder Bastard. Ach, das sind fünf? Ah ja, dann. Was leckt mich. Also die aggressiven Mallrats sind bis zum jetzigen Zeitpunkt die. Die müssen wir doch eben nur mal einzeln herlocken können. Das kann doch nicht an. Das geht doch nicht an, oder? Genau, die Radar geht jetzt sogar zu denen hin und lenkt vielleicht anderen ab. Aber nicht genug. Mann, wieso zwei? Das ist doch... Nee, das ist doch ein Witz. Ach guck mal, die prügeln mich über den Haufen, das gibt's doch nicht. Warum sind die nur zu zweit jetzt oder zu dritt? Ich meine, ich sehe es auch nicht, ich könnte auch einfach den Winkel vielleicht mal verändern. Also nicht den Winkel, sondern den... Das ist ja sichtig quasi. So den Hintab, dann würde ich vielleicht auch besser sehen können. Oder generell mal gucken, wie viel Sinn ist. Habe ich gerade nicht gesehen, dass die Riesenreiter von der Seite kommt. Okay, also das eine Vieh läuft sogar direkt zum toten Kumpane. Das heißt, den könnte man sogar noch abfangen. Den da, weil der eh hierher dappt. Und schon eine auf die Fresse hauen. Drecksvieh. Wenn die Links-Rechts-Kombo denn funktioniert, beim schlechten Einhandkampf. Auch nicht immer gegeben, manchmal hakelt dann so die Animation und der Eierkopf kann sich gescheit ausholen. Aber auch das ist jetzt mehr oder weniger geglückt. Käse esse. Immer Käse drauf. Und dann ist die Folge auch schon wieder gleich rum. Nichtsdestotrotz bald das Level ab. Und ja, mich stellt sich jetzt die Frage, ob wir hier weiter randalieren sollen und erkunden sollen oder ob wir einfach das Teleportsystem benutzen sollen, um mal zurückzukommen. Können wir noch mal einen hier rauslocken von den Scheißviechern.
Nein, es sind zwei, es sind wieder beide. Ich raste noch aus. Ich krieg doch Herpes, das ist unfassbar. Als Maul. Ich krieg die Riesenratte, ich krieg zu viel. Ich glaube, da am Kadaver rum. Was ist gerade eigentlich mehr oder weniger so, wie ich mir das vorstelle. Wenn ich die Riesenratte herkomme, mich umkriegen, dann kriege ich aber zu viel. Aber es hat geglückt. Hammerhart, das ist ja ein richtiges Erfolgserlebnis hier. Und du kriegst sie auch noch aufs Maul. Weil du verdient hast. Und du hast die IP auch. Viel Level up. IP. Also wir kriegen es noch nicht. Aber jetzt dürfen wir noch so ca. 100. Ne, 100? 70 noch besser. Ja, 70. Sieht auch gut aus. Haben wir ein bisschen EP sammeln können. Immerhin, muss man sagen. War schon mal ein Gewinn. Und dann, wie gesagt, gucken wir uns hier mal ein bisschen um in der nächsten Folge. Töten vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ja. Zum Glück funktioniert das ein bisschen. Bin ich echt ein bisschen stolz hier auf den Charakter. Nichts zu holen. Dass er so viel Wild einfach so umrotzen kann, ohne selbst über den Haufen gedroschen zu werden. Das hätte ich so gar nicht erwartet. Von dem bin ich echt stolz. Auf jeden Fall werden wir, wie gesagt, hier in der nächsten Folge weitermachen. Falls uns da oben nur Schattenläufer und Orkkrieger erwarten, dann gehen wir hier einfach wieder ins Teleportsystem und eiern dann, wie heißt er, zum Albert zurück. Okay, haben wir sogar eine neue Quest. Das ist die Irrwege des Alkohol. Ja, weil wir jetzt auf dem Eiland sind mit dem Albert. Der traut sich nicht da durchs Teleportsystem zu gehen. Das ist eigentlich ganz witzig. Aber wie gesagt, ich kann halt nicht versichern, dass ihr da alles hört. Also beziehungsweise, also dass ihr die ganzen Dialogzeilen eben mit, also vertont sind. Das kann ich nicht garantieren und ich höre es ja auch selbst nicht. Das dürft ihr nicht vergessen, deswegen, ja. Das nur mal wieder so als Hinweis. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.